Hallo? Ich hätte gerne so einen Äpfelcomputer, wie ihn die jungen Leute alle haben. Für meinen Enkel Robby. Den schenkt ihm seine Omi zu Weihnachten. Was ist los, Oma? Du willst einen Laptop von Apple haben? Ja. Oh Gott, oh Gott. Naja, dann bitteschön. Hier, das ist das neueste MacBook Pro. So. Das Ja. ist aber eine merkwürdige Schreibmaschine, nicht? Wo kommt denn da das Papier rein? Das ist keine Schreibmaschine, Oma, da kommt auch kein Papier rein. Der Text, der steht hier auf dem Bildschirm. Ja, aber wenn mein Robby nun einen Brief schreiben will, dann will er ihn doch in Umschlag stecken, Briefmarke draufkleben und ab damit in den Briefkasten, Ja, nicht? Oma, aber heute schreibt man sich eine Mail. Mehl? Ja. Was denn für Mehl? Ich meine, damit kenne ich mich aus. Roggenmehl, Oh. Weizenmehl. Aber das kommt doch in eine Tüte. Nee, Oma, das kommt nicht in eine Tüte, das kommt ins Internet. Internet? Internet, das fließt durch die Luft da, durch den Orbit. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen, was? Ich soll Mehl durch die Luft fliegen lassen. Mein Enkel Robby hat gesagt, bei diesem Äpfelgerät, da kriegt man auch einen Plattenspieler dazu. Bitte schön, wo ist der? Da muss ein extra Paket sein. Also, Oma, der CD-Player, ne, der ist hier integriert. Infiziert? Integriert, Oma! Der Plattenspieler Ja, soll da drin sein? der ist da drin. Bitte schön, das zeigen Sie mir mal. Oh Mann, oh Mann. Oma, da nimmt man sich eine CD. Was nehme ich? Ein WC? Eine CD, Oma, das ist so eine kleine silberne Scheibe, die schiebt man hier rein und dann gibt man einen Touch auf den Bildschirm und schon spielt die Musik. Jetzt werde ich Ihnen mal was sagen. Nur weil ich eine alte Frau bin, da halten Sie mich für doof und denken, Sie können sich hier über mich lustig machen Also oder nicht, so. war nicht so laut, Oma. Ne? Hier sind noch ein paar mehr Kunden im Laden, ja? Ja, die sollen alle ruhig mitkriegen, wie man hier als alte Frau behandelt wird. Ja, mein Enkel Robby hat gesagt, er will mir auch immer Fotos schicken von der kleinen Evelyn. Ja, er ist jetzt selber Papa geworden und ich bin jetzt schon Urgroßmutter. Ja, ich bin sogar schon dreifache Urgroßmutter. Ja, Oma, das gehört hier nicht her, das interessiert hier nicht. Ach, das interessiert nicht. Nee. Bitte schön, wo ist jetzt das Fotoalbum? Was denn für ein Fotoalbum? Ich denke, du wirst ein bisschen PC haben, einen Mein Laptop. Enkel Robby hat gesagt, bei diesem Äpfelgerät, da kriegt man auch ein Fotoalbum dazu. Ach So. so, oh Gott, ja, Oma, das ist auch hier infiziert, integriert. Jetzt hören Ja. Sie mir mal gut zu. Alte Leute verspotten, das lasse ich mir nicht gefallen. Nur weil unser einer sich nicht so auskennt mit diesem WC und diesem netten Inder und so. Das lasse ich mich nicht beleidigen. Ich hatte schon Telefon mit Hörrohr, da waren Sie noch gar nicht geboren. Und jetzt wollen Sie mir erzählen, ich soll Mehl durch die Luft fliegen lassen. Und die Musik kommt von einem infizierten WC, das ich auch noch antatschen soll. Nein, Also, nein, nein. Oma, jetzt Pfui. hörst du mir gefälligst mal zu, ja? Hallo? Am besten, du gehst wieder nach Hause und schickst deinen blöden Robby her. Mein Gott, Oma, das begreifst du einfach nicht mehr. Dazu bist du einfach zu doof und zu alt. Jetzt werden Sie auch noch unverschämt zu einer alten Frau. Merken Sie denn nicht, dass all die jungen Leute hier auf meiner Seite sind? Sind Sie doch nicht? Ach was? Ach was? Sie kaufen nicht einen Pfund Äpfel mehr von dem Typen, nicht? Na ja, jo gut, also Oma, dann nehme ich das zurück. Also, das war nicht so gemeint. Genau so war das gemeint. Nein. Alt und doof haben Sie mich genannt. Hat er doch, hat er, nicht? Ja, Ach, ja. na gut, Hat er. Entschuldigung, Es ist entschuldigen Sie also. bitte, entschuldigen Sie. Mein Gott, was mache ich denn? Pass mal auf, Oma. Das mache ich jetzt so. Das ist ein Vorführgerät, das kannst du kriegen. Ne? Das behältst du, das bringst du deinem blöden Robby. Ne? Klar, das ist noch vollkommen intakt. So, das ist ja wohl das Mindeste, nicht? Ja. Das Fotoalbum können Sie behalten. Auf Wiedersehen. Oh Gott, oh Gott. Das ist das MacBook Pro. Das kann man nämlich mit dem 2,7 GHz Dual Intel Core i7 konfigurieren. Oh.
Für prozessintensive Programme ist die Taktgeschwindigkeit auf bis zu 3,4 GHz Hyper-Threading erhöht. Ein integrierter Speichercontroller verbindet den 1333er Arbeitsspeicher direkt mit dem Prozessor, sodass man sofort auf alle Daten zugreifen kann. Oh, echt geil, das Ding!